Fenster geworfen. Wir spielen wieder Bibi Blocksberg, das Musical Hexen, Hexen überall vom Kokomiko Theater. Und ihr könnt uns wieder auf der Tour begleiten. Und begleiten wir doch hier zum Beispiel die Valerie auf dieser Tour. Oh. Ja, im Schnee fahren wir heute los, nach Euskirchen. Bibi Blocksberg auf Tour und nicht auf Kur. Bibi Blocksberg auf Tour, seht, was ein tolles Team auf Tour so alles macht. So, wir sind in Euskirchen angekommen und hier sind überall Plakate von Leuten, die hier schon mal gespielt haben und so. Cool. Oh, demnächst ist ja bestimmt auch das Bibi Blocksberg-Plakat. Da ist es unsere Bühne heute und hier ist das sehr breite Publikum heute. Oh, jetzt bin ich auch ran. Lolli, Daumen nach oben. Ja, Daumen nach oben. Yes. Lolli, auch Daumen nach oben. Licht, Lolli. Also unser Licht- und Tonmensch da oben, der heißt heute Lolli. So, hier ist wieder die Badekappenfraktion. Stopp, Kamera weg. Die Stimmen jölt. Die Begehung wieder. Okay, also wie letztes Mal. Das ist Elite-Kultur. Das ist Elite-Kultur. Mädels, es geht los. Bibi, bist du bereit? Ja. Du musst die Schubi erst holen. Bereit, bereit. Einmal Apfelschorle. Apfelschorle. So, Bibi, folgt der Tante Gundel. Es geht hinter die Bühne. Okay. Bist du denn? Ja. Ich muss meinen Rock hochheben. Sonst kann ich hier nicht hochgehen. Wir sind jetzt hinter der Bühne und können schon das Publikum hören. Kinderpublikum. Ich liebe es. So, Leute, es geht gleich los. René? Los geht's. Und das war wieder eine tolle Aufführung. Und wen habe ich hier getroffen? Bibi Blocksberg hinten. Ich habe ein Bild geschenkt bekommen. Oh, wie toll. Und heute spielen wir in Neuss. Ja. Wir sind angekommen. Yeah, und wir haben sogar schöne, nette Kabinen, ja, wo wir auch duschen direkt. Jede einzelne Kabine hat einzelne Duschen. Und Buffet. Ja. Alicia hat ihr Hennes nicht dabei. Meine Ziege. Ihre Ziege. Hier ist die Eva. Eva handelt noch die letzten Sachen mit ihrem Manager aus. Ja, ja, also wirklich ganz wichtige Dinge ist das gerade. Ich kann gerade nichts sehen. Das ist nicht so schlimm, aber du siehst lustig aus. Hm. Meine Valerie hat immer ihren Privatmasseur dabei. Aha. Aha. Das ist harte Los für den, der zuerst fertig ist mit Schminken. Der muss immer den anderen massieren. Mhm. Dann massier mal ein bisschen besser. Was zeigst du mir gerade? Mittelfinger? Nein, ich schminke mich mit meinem Mittelfinger. Ach so. So, ihr Lieben, heute lernen wir einmal richtig tapen. Mhm. Also, als erstes machen wir das Headset um. Es gibt auch Mikros, wo nur Kabel sind, die nur aus Kabel bestehen. Die muss man natürlich noch intensiver tapen. Das Mikro etwas nach vorne ziehen, dass es auch schön beim Mund ist. Natürlich nicht zu weit, damit man nicht draufhaucht. Und dann hört man diese... Ich meine, da ist mal ein Popschutz drauf. Und so wie mich aussieht, will mir keiner Pop. Ey, stimmt. Oh. So, dann tapen wir das Mikro so, dass es nicht nach oben oder unten wegrutschen kann, damit man nicht plötzlich mal leiser oder lauter ist. Das hinter dem Ohr benutzen wir eigentlich hauptsächlich nur, wenn es nur aus Kabel besteht. Dann legt man das nämlich hier oben übers Ohr. Rüber. Ha, da lege ich dich übers Ohr. Ja, genau. Nee, hau ich dich übers Ohr. Danach kommt noch das für mich Wichtigste, damit das Kabel hier am Körper nicht überall rumschlackert. Und zwar hier hinten. Und dabei ist es ganz wichtig, dass man in die entgegengesetzte Richtung schaut. Genau, die Verena macht das schon sehr gut vor. Hier sehen wir übrigens die Reste von gestern. Das haben wir alle. So, genau. Und dann klebt man das so, dass es senkrecht nach unten geht. Ich nicht. Okay, bis auf Valerie, die macht alles anders. So. Und dann macht man noch den Links-Rechts-Check, ob auch nichts zieht. Fertig. Jawohl, Verena. Jetzt kannst du losgehen mit Hexenenergie. Heute haben wir wieder das große Bühnenbild. Aber ja, es ist auch eine große Stadthalle. Nice. Ziemlich nice. Keiner Vorteil. Wie Bibi Blocksberg singen kann. Das ist ja unglaublich. Sing weiter, Bibi. Verstoßen sei ruhig. Cool. Bibi Blocksberg kann ganz schön toll singen. So, hier sind noch mehr Hexen. Also keine mehr Hexen. Ursula. Ursula kommt später. Nein, das sind die anderen.
bin ich denn? Weiß gar nicht, wo ich bin. Ja, wir müssen natürlich unsere Mikros anmachen, damit ihr uns auch hört. Ach ja, hier, ja. Gehst du zur Schule? Nein. Zu Conny? Auf die Bühne. Ach so. Komm mit auf die Bühne. Okay. Auch. Ja, du hast hier noch eine Fussel. Oh, das war mein Haar. Das hat jetzt nicht weh, oder? Nein. Nein. Tante war vor dir. Ich habe dir gerne den Fussel aus den Wimpern gezupft. Oh, danke. Ganz cool. Komm, wir machen ein Duett. Aki su du vesara non la trovo, non la trovo. Opernversion von Bibi Blocksberg. So, Schubia, bist du bereit? Ja, die Spannung steigt. Schau mal hier aus dem Fenster. Da siehst du nämlich noch nichts. Weil wir haben einen Vorhang. Oh, cool. Nice. Es geht los. Ja. Nice. So, das war wieder eine schöne Aufführung. Bibi Blocksbergi, Frau Blocksberg. Ihr müsst noch Autogramme geben. Kommen Sie. Man hört schon. Bibi, Bibi Blocksbergi. Autogramme. Da geht sie. Und die Barbara geht auch. Die geben nämlich jetzt noch Autogramme. Ja. Oh, und da kommt man hier raus und kriegt Geschenke. Wie lieb ist das denn? Meine lieben Lea. Das ist ja schön. Wie hat dir das Stück gefallen? Sehr gut. Ist ein Kinderstück, ne? Ja, muss man aber wissen. Süß. Aber das freut mich. Danke. Okay, ich mache jetzt mal den Brief von der lieben Lea auf. Oh, so viel. So, da hat sie schon gesagt, das sind 4 Sachen, die darf ich unter euch verteilen. Hi Gnichel, ich habe seit circa 2 Wochen einen kleinen Online-Shop und habe daraus ein kleines Geschenk für dich. Schlüsselanhänger. Oh, der ist süß. Oh. Ah ja, ein Faultier. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Wow. Ich glaube, das macht sie selber. Sie hat so einen Online-Shop. Den blende ich hier unten mal ein. Oh, ich will das Ding kaufen. Dann nehme ich das Faultier. Vielen lieben Dank, Lea. Ja, keine Spinne mehr zu sehen, Alicia. Oh mein Gott. Ausgerechnet bei Alicia eine Spinne. Ja, hier. Lass mich mal in dein Gesicht gucken. Nee, alles gut. Das ist ein Puzzle. Alles gut. Keine Spinne. Ja, wir machen es rein. Für mich war es das jetzt erstmal. Es geht weiter am 14. April dann nach Bergheim. Ja, es war eine tolle Tour. Es hat mir super Spaß gemacht, vor allem mit diesen ganz netten Leuten hier. Und ja, danke nochmal an das ganze Techniker-Team, an die ganzen Darsteller, an alle, die mitgewirkt haben und natürlich dem Kokomiko-Theater. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Hier könnt ihr noch meinen Kanal, den vom Kokomiko-Theater und den offiziellen Bibi-Blocksberg-Kanal abonnieren. Meine weiteren Spieltermine findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis bald, euer Knichel.